Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 mit der neuen Waffe hier von Season 3 mit der Mors. Und zwar ist es einmal ein Scharfschützengewehr. Das wird jetzt erstmal getestet mit drei Modifikationen. Einfach mal testen. Die Modifikation habe ich mir wieder aus dem Internet rausgesucht. Das heißt, die Links dazu sind in der Videobeschreibung, wo ich es her habe. Und ja, mal gucken, wie es hinkriege. Halt. Werfe Betäubungsgranate! Charlie gesichert. Wir haben die Führung übernommen. Termit eingesetzt! Wir müssen natürlich immer schnell anvisieren können, ne? Das ist wichtig. Aber in kleinen Maps ist natürlich auch vielleicht wichtig, unbedingt ein Visier zu haben. Mal gucken, wie kriegen wir es vielleicht hin? Leider an der Waffe ist, musst du nicht nachladen. Also die hatten ein Magazinvolumen und dann war es das. Vordere Aufklärungsüberflug an! Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Magazinwechsel! Ja, das war's schon leider. Aber hat sich ja schon mal gut angefühlt, sagen wir es mal so. Benutze Thermit! Betäubungsgranate geworfen! Na? Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Gewinnen wollte ich eigentlich auch, aber muss nicht unbedingt. Hauptsache, man kann hier einigermaßen was zeigen. Komm schon. Ja, ist Sniper, ne? Also wenn du da auf Angriff gehst, kannst du es eigentlich vergessen. Das kriegst du meist nicht hin. Das ist nicht richtig dann. Werfe Betäubungsgranate! Termin eingesetzt! Scheiße! Magazin weg! Arschloch! Ja, wie gesagt, ich dreh mich an hier, Die Konfi gefällt mir das jetzt ganz gut. Benutze Thermit! Betäubungsgranate geworfen! Wechsel im Magazin! Ich hab einen erwischt! Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Ich bin fies, ich weiß, ich bin fies, richtig fies. Achtung! Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Magazinwechsel! Zielobjekt Alpha wird gesichert. Verbündete Drohne online. Rutscht wieder einer durch die Gegend. Vordere Aufklärungsüberflug an! Verstanden. Drohne im Einsatz. Hab was abgekriegt! Wechsel im Magazin! Muni ist echt gut, dass man nicht den Magazin nachladen muss. Da kommt mal ein Schuss nach. Das ist echt geil. Alpha ein. Magazinwechsel! Trophy-System aktiv! Nein! Wir besetzen alle Zielobjekte. Also, es war gut, ne? Werfe Betäubungsgranate! Schön oben hingestellt hier, schon was mit hier. Sehr schön. Termit eingesetzt! Muss nachladen! Ach komm. Ich stelle mich an, wie gesagt. Die andere Konfi muss ich auch noch gleich mal reinmachen irgendwann. Ich weiß nicht genau. Benutze Termit! Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Wir nehmen Charlie ein. Man sieht den Laserpoint auf jeden Fall und von hinten wird er schon. Läuft. Betäubungsgranate geworfen. Termit eingesetzt. Ich versperren hier. Boah. Ich kann nicht reagieren hier, das geht nicht. Feind übernimmt Bravo. Feindliche Drohne aktiv. Also, die Sniper wird irgendwann sehr, 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 sehr viel gespielt. Kann man das sagen? Die wird echt sehr, sehr viel gespielt. Oh, nee. Verbündete Drohne im Einsatz. Wechsel Magazin! Meine Füße gesehen. Benutze Termit! Werfe mit Trophy-System online! Magazinwechsel! Nee. Hab ich jetzt B eingenommen? Nee, nicht ganz knapp zuvor. Leute, nimm B ein. Nein. Der Feind hat zwei Zielobjekte besetzt. Wir müssen sie sichern. Oh, komm schon. Oh, es ist ätzend, ey. Kann ich mal einen Teammate da eben hinrennen und eben den Punkt einnehmen? Alter, wo ist das fucking Problem, Alter? Ja, toll, jetzt wird sie wieder eingenommen. Wechsel im Magazin. Termit eingesetzt. Jetzt stehen sie da wieder. Ich will gewinnen. Leute, was macht ihr da wieder? Ich muss mal kurz die Waffe wechseln. Ich muss mal reinbleiben hier. Benutze Termit! Wer ist denn nicht hier?
Scheiße. Ich muss den Punkt einnehmen hier. Wir kontrollieren Bravo. Einsatzbereit. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wir nehmen Alpha ein. Master Mir steht bereit. Wir setzen. Wechsle Magazin! Wir haben alle Zielobjekte in der Hand. Platziere Clustermine! Brauche Aufklärung in der Luft! Verstanden! Nein! So, ich wechsle mal in die Config. Dazu muss ich das ganze Config-Menü wieder ich gerade sagen. Weil, das mit der Waffenwechselei ab und zu nicht funktioniert. Habe ich jetzt hier auch noch eine andere Waffe drin? Ich weiß nicht. Ich zeige auf jeden Fall zum Ende noch ein paar andere Situationen. Definitiv. Termit 1, Betäubungsgranate! Aber ab und zu klappt das hier noch nicht. Wechseln, warum auch immer. Habe ich die Waffe jetzt drin oder nicht? Ja, ne? Weil ich nehme mal eben eine andere noch, weil ich muss mal eben testen. So. Ja gut, okay. Das ist zum Beispiel eine Waffe für... Moment. Für kleine Maps, mehr oder weniger. Aber die Konfiguration ist noch nicht final. Hier ist noch meine eigene. Verbündete Drohne online. So, wie gesagt, ich habe jetzt ein anderes Visier drauf, das Glasfußvisier. Kannst du mal schön in den kleinen Maps ein bisschen besser. Ist besser Übersicht. Weggepustet! Nicht so schlecht eigentlich. Nein, komm schon! Ah. Betäubungsgranate geworfen! Wechsel Magazin! Oh, komm, one and one, ich verkack's wieder. Nee, nee, nee. Ja, das ist schon gut. Werfe Betäubungsgranate! Wo sind sie jetzt schon wieder alle? Wir haben zwei Zielobjekte gesichert. Feind übernimmt Alpha. Aerosolgranate ist raus! Geworfen. Vorbeigeschossen, ja. Jetzt. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Verbündetes Fernsehen im Einsatz. Nein! Feindlicher Bravo! Die Waffe gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Wie gesagt, die macht schon Bock. Jetzt auf kleinen Maps. Aerosolgranate ist raus! Nee. Ja. Magazinwechsel! Granate! Zurück! Feindlicher Waffenkörper im Anflug! Aerosolgranate ist raus! Nächste Magazin! Betäubungsgranate! Bin getroffen! Nachladen! Fordere Aufklärungsüberflug an! Wechsel Magazin! Glaskamine gelegt! Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt! Nachladen! Da hinten, ich habe keine Muni mehr. Ja. Moment, da habe ich noch was für euch. Achtung, Drohung bestätigt. Mörserschlag ist auf dem Weg. Ich habe schon kaum noch Munition. Ein Schuss habe ich noch. Ah. Okay, okay, okay. Keine Panik, läuft. Betäubungsgranate geworfen! Keine Treffer, wir verlieren Alpha. Bravo ist kompromittiert. Oh, jetzt Granate umgeschmissen. Naja, passiert. Was willst du machen? Werfe Betäubungsgranate! Der Feind hat alle Zielobjekte eingenommen. Neues Zielobjekt Alpha wird gesichert. Aerosolgranate ist raus! Magazinwechsel! Ja, die Waffe gefällt mir echt super. Also, das Design ist geil und so. Schussfrequenz ist gut, man muss sich gut im Magazin nicht nachladen. Dauert natürlich ein bisschen, bis die Kugel reingewandert ist hier in die Waffe, aber sonst ist echt ein super, super Waffe. Nachladen! Betäubungsgranate geworfen! Wechsel im Magazin! Ja. Betäubungsgranate, aufpassen! Trophy-System online! Nein! Nein!
Also ich habe drei Konfigurationen, wie gesagt, aber ich kann gerade nicht alle zeigen, weil irgendwie die erste Konfiguration war auf jeden Fall super. Die zweite jetzt hier eigentlich auch noch okay, aber ich sage es eher für kleine Messer. Ne? Betäubungsgranate geworfen! Wir haben gleich gewonnen, Leute. Aerosolgranate! Scheiße! Wir kontrollieren zwei. Ich erwische ihn gerade nicht. Bin getroffen! Nein, wieder One-on-One verkackt! Ah! So, Sieg! Mission erfolgreich abgeschlossen. Läuft doch. So, jetzt zeigen wir noch kurz die Waffe. Ja, ihr braucht ja auch 15 Tokens, um die freizuschalten. Die ist halt, wie gesagt, mit diesen drei neue Waffen einer der Waffen. Es kommen noch welche dazu. Zwei jetzt, oder drei aktuell, sondern nachher sind es vielleicht ein paar mehr. Ich weiß gar nicht noch, wer da alles, was da reinkommt. 50 zu 25. Eigentlich eine gute Sache mit fast nur Sniper gespielt. Ja, danke ans Team, ne? Lief gut, haben immer schön die Punkte eingenommen. Ist immer wichtig, ne? Wenn das Team auch funktioniert, dann läuft es auch bei mir. So, haben ein paar Sachen erledigt hier. Ein paar Sachen gekriegt, auch schön. So, jetzt gehen wir erstmal auf die Waffe nochmal kurz ein. So, die Waffe. Ja, freischalten tut ihr die hier im Battle Pass. Ihr müsst den Battle Pass halt dann erst dafür haben. Ne? Das heißt, eventuell echt Geld ausgeben. Bei mir ist so, ich habe einmal echt Geld ausgegeben, habe dann seitdem immer meine Credit Points erspielt. Dementsprechend habe ich jetzt jede Season immer einen Battle Pass. Aber da muss man auch viel Zeit haben und viel Zeit investieren. So, ihr müsst 15 Tokens haben. Hier müsst ihr bei 1 anfangen, dann bei 2 und dann zu 4 gehen. Und bei der 4 ist dann einmal hier die Waffe. Also ihr braucht 15 Tokens zum Freispielen, wie gesagt. Und die Waffe ist echt gut. Also ich finde die echt toll. Also vom Design her finde ich die super und von Schussfrequenz her und so. Passt. Also kann man nicht anders sagen. Es wird auch im Moment sehr, die Waffe wird auch im Moment sehr, 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 sehr viel gespielt. So, dann natürlich hier einmal Konfiguration 1, die ich gespielt habe, war einmal diese hier. Ja, das ist aber nicht meine Konfiguration, sondern habe ich mir wieder aus dem Internet gesucht. Der Link in der Videobeschreibung, ja, da könnt ihr hingehen auf die Seite. Das ist eine sehr gute Seite. Ich habe den Namen jetzt leider vergessen. Aber seht ihr in der Videobeschreibung, da sind immer sehr gute Loadouts, wie ich finde. Die helfen auf jeden Fall einen weiter. Ihr müsst natürlich die Waffe auch auf Maximum Stufe 19 gelevelt haben, um alles freigeschaltet zu bekommen oder zu haben. So, hier ist noch unten Munition reingebaut, hier Flintenlaufgeschoss, ja. 55 Lauf, SLR, Razorhawk Laser, leichter Icarus Schaft und schneller Bolzen. So, das war Nummer 1. Dann haben wir einmal Nummer 2 gehabt. Also, die habe ich ja nur kurz gespielt, weil ich nicht unbedingt wusste, ob ich die jetzt drin hatte oder nicht. Die ist für Warzone die Konfiguration eigentlich. Ja, auch hier mit HVP antimateriell Flinten aufgeschossen. Auf schwerer Tonnellauf hier einmal. Dann SLR Razorhawk Laser. Dann leichter Icarus Schaft und schneller Bolzen. Ist fast immer das gleiche aktuell. Da gibt es gar nichts großartig anderes gerade. Und meinen eigenen Loadout, den ich jetzt eben gerade so ein bisschen gespielt habe. Moment, hier mal Nummer 3, so, überall die Waffe konfiguriert. Mann! Überall die Waffe konfiguriert. So. Weil es irgendwie buggy ist. Ich kann aktuell nicht so richtig in den Spielen wechseln. So, das war jetzt ja, sag ich mal, für kleine Maps der Loadout, weil ich habe ja eigentlich nur, was ich geändert habe, den lange Imperial-Lauf hier oben drin gehabt. HVP Anti. Ja, Flinten. Flintenlaufgeschoss, so. Schneller Bolzen, leichter Icarus-Griff sind fast immer die gleichen Sachen, wie gesagt, und Jack-Glass-Los-Visier. Aber das Jack-Glass-Los-Visier kriegt ihr halt, wie gesagt, nur, wenn ihr, glaube ich, vorher die Season gespielt habt. Sonst nicht. Dann müsst ihr ein anderes Visier nehmen. Wie gesagt, für kleine Maps nimmt man lieber ein kleines Visier ohne ranzoomen und so, finde ich zumindest. Ja, das wird's gewesen sein. Danke fürs Zusehen und nicht vergessen, Events immer hier die Sachen immer freischalten, Woche 1, immer die Links, die Herausforderung machen, immer alles an Events mitnehmen, was geht hier, ne? Wie gesagt, Godzilla und King Kong hier ne, einmal, immer alles mitnehmen, was geht, das ist wichtig. So, danke für den Support, danke fürs Zusehen, Zuhören, reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.